Eine Pfeife, deren Design von UFOs und Planeten und Monden inspiriert wurde. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr fancy aus. Ob es auch eine gute Pfeife an sich ist, das finden wir heute im Review von der Trashmade Atlas 137 oder 137 heraus. So, ich habe mir ein schönes Köpfchen Traube Minze auf der Atlas 137 angemacht. Die erste Pfeife, die Trashmade auf den Markt bringt. Wir haben also eine neue Marke und müssen uns da mal angucken, können die Jungs auch Pfeifen bauen oder nur schöne UFOs. Von der Optik her ist die Pfeife natürlich was unglaublich Besonderes, aber erstmal ein paar Eckdaten. Die Pfeife ist ungefähr 53 cm groß bis zum Kopfadapter und wird für einen UVP von 179,90 Euro auf den Markt kommen. Heißt, sie ist nicht unglaublich teuer, sie ist aber auch nicht super günstig. Für eine nicht große Pfeife mit einem besonderen Design, finde ich, klingt 180 Euro erstmal nicht schlecht, muss aber natürlich trotzdem eine gute Pfeife sein. Bei Marken, die ihre erste Pfeife rausbringen, muss man natürlich irgendwo immer ein bisschen besondere Vorsichtigkeit walten lassen. Bei Marken wie Aeon, Stimulation und Co. kann man natürlich immer erstmal davon ausgehen, dass die Qualität sehr, sehr gut ist und dass da auch alles andere an den Funktionen stimmig ist. Bei Marken mit einer ersten Pfeife ist das manchmal ein bisschen tricky. Das gucken wir uns heute aber alles an. Da hangeln wir uns an unseren ganz normalen Review-Punkten entlang. Wie immer Materialien und Verarbeitung. Die Pfeife ist komplett aus V2A Edelstahl. Wie gesagt, 53 cm hoch. Die Rauchsäule ist relativ schmal gefertigt. Die Base sieht aus wie ein UFO mit extrem coolen Antrieben, aus denen dann der Blow-Off rauskommt. Und das Tauchrohr ist leider nicht teilbar. Das hätte ich mir noch gewünscht, dass man die Pfeife vielleicht auch auf kleinere Bowls packen kann. Aber hat einen abnehmbaren Diffusor, was immer cool ist. Wie gesagt, haben wir komplett V2A Edelstahl, was auf jeden Fall schon mal sehr, sehr nice ist. Mag ich tendenziell immer lieber als Aluminiumpfeifen. Alu ist auch jetzt nicht super übel, aber auf lange Sicht hält Edelstahl länger und lässt sich auch einfacher reinigen. Was die Verarbeitung von Base, Rauchsäule und auch Tauchrohr angeht, laufen die Gewinde wunderbar. Der Tellerschliff ist ein 18/8er, das funktioniert auch hervorragend. Das Einzige, was ich qualitativ bemängeln kann, ist eigentlich der Teller. Nicht, weil der schlecht gefertigt wurde und weil da überall Fransen abstehen. Es ist eigentlich nur eine Kleinigkeit, was ich auch leider bei vielen Pfeifen bemängeln muss, aber bei der verstehe ich es besonders gut, und zwar ist der nicht entgratet. Finde ich immer ein bisschen schade, wenn man hier mit dem Finger über die Kante geht, merkt man, dass da nichts entgratet wurde. Man merkt da so einen kleinen Widerstand und dass das eben ein bisschen schärfer ist. Bei einem normalen Teller würde ich sagen, ist das immer sehr, sehr schade. Bei dem Teller, der aussehen soll wie der Saturn und mit den vielen Cutouts, kann ich das relativ gut nachvollziehen. Ich weiß nicht genau, wie der Fertigungsprozess beim Entgraten ist. Ich kann mir aber vorstellen, dass die Form mit den vielen Cutouts das bei diesem Kohleteller deutlich schwerer macht, als das bei anderen Pfeifen der Fall ist. Von daher wäre es schön gewesen, wenn er entgratet ist, aber gerade bei der Form kann ich da nochmal ein Auge zudrücken. Und der Rest ist wirklich super. Die Bowl ist absolut Standard. Ich hatte aber keine schiefe Bowl. Ich hatte keine Lufteinschlüsse. Das heißt, da war alles so, wie man das erwartet. Aber es ist auch einfach eine Standard-Bowl. Es ist allerdings keine Standard-Bowl, wenn es um die Maße geht, weil sie schon etwas anders geformt ist als so die Standard-Bowls der Standard-Bowls. Aber an sich ist es einfach eine ganz normale Clear-Bowl. Die Verarbeitung ist vollkommen okay. Ich hatte keine Bläschen, keine Kratzer, nichts dergleichen. Von daher alles in Ordnung. Die Bowl ist auch dabei bei den 179,90 Euro. Allerdings sonst nichts. Das heißt, ein Schlauch, ein Mundstück und geschweige denn von Kopf und Kalaut, das braucht ihr auf jeden Fall schon daheim oder müsst ihr euch noch dazu kaufen, wenn ihr euch für die UFO-Pfeife entscheidet. Abschließend zur Verarbeitung kann ich also sagen, ist alles genauso, wie man das erwartet, für 180 Euro vollkommen in Ordnung.
Nachdem wir die Verarbeitung abgehakt haben, kommen wir zu dem wahrscheinlich absoluten Aushängeschild dieser Pfeife, und zwar das Design. Die Base sieht aus wie ein UFO und ist damit ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass das der Unique Selling Point von dieser Pfeife ist. Das heißt, wenn jemand ein Raumfahrtsfan oder UFO-Fan oder Weltall-Fan ist, dann kann ich mir schon gut vorstellen, dass diese Pfeife ein paar Leute extrem ansprechen kann. Auch Leute, die einfach mal wirklich eine komplett andere Pfeife haben wollen, für die könnte die Atlas hier definitiv interessant werden. So ein Design haben wir auf jeden Fall noch nie gesehen. Ich finde es sehr, sehr cool, dass Trashmade direkt mit der ersten Pfeife, die auf den Markt kommt, so ein unglaublich uniques Design rausbringt. Es gibt ja viele Leute, die fangen an und gucken erstmal, wir machen das ungefähr so ein bisschen wie der und das nehmen wir aber von der Pfeife und von der nehmen wir noch den Aspekt und ihr versteht schon. Aber Trashmade hat sich da nicht beirren lassen. Die haben wirklich was komplett Eigenes gemacht. Ich persönlich stehe auf Weltall, Raumfahrt, UFOs und Alien-Geschichten und hast du nicht gesehen. Und von daher finde ich das Design schon sehr, sehr geil. Gerade, dass der Kohleteller aussieht wie ein Planet und der Planet schwebt über dem UFO, was dann die Base ist, finde ich schon sehr, sehr geil. Vielleicht hätte man noch irgendwas Cooles als Molassefänger oder sowas mit einbauen können, aber dann wird es vielleicht auch schon wieder zu wild. Long story short, das Design ist sehr unique, wird einigen Leuten wahrscheinlich überhaupt nicht gefallen, aber andere Leute dadurch viel, viel glücklicher machen. Und genau mit dieser Nische, finde ich, macht Trashmade was schon sehr, sehr richtig. Zum Design gehört natürlich auch noch der Blow-Off. Der Blow-Off kommt aus den zwei Antriebsdüsen vom UFO. Die sind mit O-Ringen in die Base befestigt und heißt, man kann die drehen. Das heißt, bei mir sind die relativ gerade nach hinten raus. Man kann die aber auch irgendwie nach oben drehen und man kann die auch nach unten drehen, wie man das eben gerade möchte. Und wenn man die jetzt zum Beispiel so nach unten dreht, dann kann man eben nochmal entlüften und dann entlüftet das Ganze nach unten. Der Blow-Off ist nicht der krasseste, den ich jemals gesehen habe in Form von Rauchmenge und Co., obwohl wir ein Closed-Chamber-System haben, aber er sieht schon sehr, sehr funny aus. Und eigentlich muss ich damit auch ganz dringend mal einen Insta-Shot machen, weil es schon wirklich eine sehr besondere Pfeife ist. Und der Blow-Off sieht dann praktisch so aus, als würde er unser UFO durchs Weltall und am Saturn vorbeischießen. Finde ich funny. Ich weiß nicht, mich holt es irgendwie ab. Das Einzige, was mir am Design irgendwie nicht gefällt, aber ich auch wieder verstehen kann, ist die sehr, sehr schmale oder sehr, sehr dünne Rauchsäule. Die läuft halt eben oben konkav zusammen und ist dann unten an dem Übergang in die UFO-Base relativ schmal. Irgendwie passt das natürlich, wenn da so eine riesen Rauchsäule in dieses UFO reingehen würde, wäre das vielleicht auch irgendwie wieder komisch, aber irgendwie sieht es ein bisschen filigran aus. Auch wenn ich nie das Problem hatte, dass da irgendwas den Anschein gemacht hat, als würde es gleich umknicken oder so oder leichter kaputt gehen. Das hatte ich nie das Gefühl. Von daher kann ich abschließend zum Design sagen, einigen Leuten wird es unglaublich gut gefallen, anderen Leuten wird es gar nicht gefallen, aber bei den Leuten, denen es gefällt, die werden bestimmt sehr happy werden mit der Pfeife. Das taugt aber alles nichts, wenn der nächste Punkt auf unserer Liste nicht auch wenigstens akzeptabel ist. Wir kommen zum Rauchverhalten. Das Rauchverhalten teilt sich meistens in ein paar kleine Unterkategorien ein. Der Durchzug muss gut sein, der Anzug muss gut sein und der Blow-Off darf nicht zu schwer gehen. Fangen wir an mit dem Durchzug. Der Durchzug von der Trashmade ist für mich eine 7 von 10 und damit gerade noch gut genug, aber nicht wirklich brachial. Das heißt, es gibt genug Pfeifen, die einen deutlich besseren Durchzug haben. Es gibt aber auch einige Pfeifen, wo der Durchzug störend schlecht ist. Es ist hin und wieder vorgekommen, dass ich mir beim Rauchen gedacht habe, ein klein wenig mehr Durchzug wäre auf jeden Fall nice. Aber für die Zeiten, wo ich mir dachte, ich habe jetzt richtig Bock, die Atlas zu rauchen, war es dann auch doch wirklich in Ordnung. Das heißt, wenn jemand auf Durchzug steht, würde ich ihm wahrscheinlich nicht die Atlas empfehlen als einzige Pfeife. Wenn man aber schon Durchzugsmonster wie eine Penta, Aeon oder sonst was zu Hause hat und man sowas will, dann kann man sich die Atlas getrost dazu holen. Der Anzug ist für eine 53 cm Pfeife vollkommen in Ordnung. Der ist nichts Weltbewegendes, was bei großen Pfeifen meistens der Fall ist. Die Pfeifen mit dem besten Anzug sind tendenziell immer kleine Pfeifen mit einem kleinen Bowlvolumen und mit einem kleinen Weg vom Kopf in die Bowl. Das ist natürlich hier nicht gegeben. Wir haben etwas Bowl-Volumen beziehungsweise wir haben etwas Rauchvolumen in der Bowl. Der Weg vom Kopf bis nach unten in die Öffnung, lass es 45 cm sein, dann eben nochmal das ganze Rauchvolumen plus der ganze Schlauch. Es ist nicht der krasseste Anzug auf der Welt für eine 53 cm Pfeife, aber vollkommen in Ordnung. Und dann kommen wir noch zum letzten Punkt, der Blow-Off. Der darf nämlich auch nicht zu schwer gehen und zu leicht fühlt sich manchmal auch nicht richtig an. Aber tendenziell ist wichtiger, dass er sich nicht zu schwer anfühlt. Da ich jetzt bei dieser Pfeife den Blow-Off nicht als das wichtigste Element auf der Liste von Kategorien ansehen würde, finde ich, ist es vollkommen in Ordnung, wie schwer er geht. Es ist auch nicht der einfachste Blow-Off, den ich je hatte und es ist auch nicht genau da, wo ich mir einen Blow-Off wünschen würde. Man muss schon ein bisschen pusten, dass da eben auch was rauskommt. Es ist aber wirklich in Ordnung.
Kommen wir also als letztes zum Fazit. Für wen ist die Pfeife was und wer sollte sich überlegen, die Pfeife zu kaufen? Für mich ist das sehr, sehr klar bei dieser Pfeife. Und ich habe es ja auch schon ein paar Mal in dem Review gesagt. Wenn ihr ein Fan von Raumfahrt, UFOs, Weltall, Planeten und Co. seid, dann werdet ihr euch wahrscheinlich schon beim ersten Anblick dieser Pfeife gedacht haben, okay, das sieht sehr, sehr funny aus, sowas noch in der Pfeifensammlung zu haben, wäre auf jeden Fall extrem cool. Und genau für die Leute ist das auch was. Wenn sich jetzt jemand überlegt, was soll ich mir denn als erste Pfeife kaufen, würde ich vermutlich eher nicht die Atlas nehmen, weil es schon eine sehr besondere Pfeife ist. Er macht aber auch keinen Fehlkauf, wenn er sie nimmt. Vor allem solltet ihr euch aber überlegen, wollt ihr ein Durchzugsmonster? Weil das ist der Punkt, wo ich sage, da hinkt die Pfeife ein bisschen hinter anderen Top-Modellen hinterher. Der Durchzug ist nicht der krasseste. Gerade für eine Einschlauchpfeife ist eine 7 von 10 kein besonders gutes Rating. Er ist jedoch auch nicht so schlecht, dass das ein Problem darstellen konnte. Und es gibt auch genug Leute, die sagen, ich will gar nicht den krassesten Durchzug, ich will ein bisschen an der Pfeife ziehen. Und auch für die Leute könnte die Pfeife interessant sein, solange man das UFO-Design nicht uncool findet. Um wieder zu der Frage vom Anfang zu kommen, ist die Atlas 137 auch eine gute Pfeife? Selbst wenn man über ihr uniques Design hinweg guckt. Ja, mit ein paar wenigen Abstrichen, die mich persönlich aber nicht so sehr gestört hätten, dass ich die Pfeife nicht rauchen will. Von daher finde ich sehr cool, was Trashmate als erste Pfeife auf den Markt gebracht hat. Ich finde es sehr geil, dass das Design so unique ist. Ich würde gerne wissen, was ihr von der Pfeife haltet. Seid ihr definitiv Team UFO oder seid ihr Team normale Pfeife? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, lasst mir gerne ein Abo da und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha WG.